Manchmal geschehen Dinge, die man sich insgeheim immer gehofft hat, aber einfach nicht mehr daran geglaubt hat, dass sie einem tatsächlich nochmal so widerfahren. Das durfte auch Hensley am eigenen Leib erfahren. Die erst 23-Jährige verbrachte 20 Jahre ihres Lebens ohne ihren leiblichen Vater und hatte die Hoffnung eigentlich schon aufgegeben, ihn irgendwann wieder in die Arme schließen zu können. Hensley arbeitete als eine spezielle Begleiterin am Bahnhof und nicht selten kam es auch vor, dass sich Obdachlose bei ihr meldeten und für wenig Geld essen oder einen Schlafplatz suchten. An einem Tag kam ein Obdachloser zu ihr, den sie schon zuvor öfters gesehen hatte. Sie kannte seinen Namen nicht, aber wie es schien, lief er genau auf sie zu und wollte seine Essensabstempelmarke bei ihr abgeben. Sie dachte sich erst nichts dabei, doch als sie den Namen dann las, raubte es ihr den Atem. Er hieß genauso wie ihr verschwundener Vater und als sie ihm offenbarte, dass er ihr Vater ist, brachten beide in Tränen aus. Ab diesem Zeitpunkt an gaben sie sich ein Versprechen. Sie wollten sich nie wieder aus den Augen verlieren und für immer beieinander sein.